Hallo, Jörg Fuhrmann hier. Schöne Grüße vom NAM-Training aus Zürich. Ein kurzes Impulsvideo zum Unterschied von Schock, Trauma und Entwicklungstrauma. Es gibt ja so ein kleines Missverständnis im Somatic Experiencing, wo ich ja auch in der Ausbildung bin. Da arbeitet man ja eben hauptsächlich mit Schocktrauma und da geht es um die Vervollständigung abgebrochener Fluchtimpulse, infolgedessen gestauter Energien im Nervensystem und eben der Vollendung dieser Bewegung, dieser Hinbewegung, die quasi oder Wegbewegungen, die quasi abgebrochen worden sind und infolgedessen sich quasi im weiteren Verlauf akkumulieren des Lebens. Und das ist eben in der Struktur von bindungsbezogenen Erfahrungen, entwicklungsbezogenen Erfahrungen, Traumatisierung eben anders. Und darum geht es ja ganz stark auch im NAM. Das heißt also, da reicht die Flucht alleine nicht aus. Und neben einer Dysregulation im Nervensystem, im Körper und den Emotionen leidet der Mensch natürlich nach wie vor unter entsprechenden Mustern und Strukturen, die früher bei Reich und Lohn sehr pathologisch klassifiziert oder benannt wurden, in diesen Typen, Schizoid und so weiter. Wir bezeichnen das eher als Überlebensstrukturen, also eher ressourcenorientiert, weil ein Kernbedürfnis nicht erfüllt wurde, hat sich daraus eine gewisse Überlebensstruktur entwickelt. Und diese Überlebensstruktur, die ist möglicherweise eben dysfunktional. Daraus resultiert eben ein verzerrtes Erleben, verzerrte Selbstwahrnehmung auch der eigenen Identität oder des anderen im Kontakt. Und natürlich auch ein verzerrtes Handeln. Und das merken ja die Menschen immer wieder, dass sie damit im Grunde, im wahrsten Sinne des Wortes, dann in Beziehung gerade, in Anführungsstrichen, vor die Wand fahren. Deswegen sind Beziehungen für Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, und in unserem Kulturkreis gehören wir ja fast alle dazu, per se dann oftmals schwierig. Und die meisten Menschen, die draußen rumlaufen, wissen das ja gar nicht. Die sagen, ich bin halt so, ja, und sehen gar nicht, dass sie ganz viele Vermeidungs- und Überlebensstrategien am Laufen haben, Tag ein, Tag aus, die sie dann benutzen und die sie aber in Wirklichkeit eigentlich blockieren und hemmen, auch von ihren Potenzialen abschneiden. Ja, und das ist eigentlich das, worum es dabei geht, das herauszuarbeiten. Und natürlich gibt es noch einen zweiten Faktor, der ist auch extrem bedeutsam, dass eben Menschen, die gerade früh Entwicklungstrauma erlebt haben, das kann schon im Mutterbauch begonnen haben, dass die natürlich dann im weiteren Lebensverlauf die Schocktraumata, die sie noch erleben, oben drauf packen. Die Schocks, ja, das addiert sich alles noch. Und oftmals fangen sie dann noch an, im Leben bestimmte, ich sag mal, Dinge zu machen, vielleicht auch Hobbys zu verfolgen, die sie instinktiv auch noch in diese Richtung bringen, wo sie genau das immer wieder und immer wieder erleben. Das ist vielleicht so ein unbewusster Wunsch nach Heilung oder der Suche nach Vervollständigung, um das mal so zu sagen. Das heißt also, beim Thema Entwicklungstrauma geht es vor allen Dingen auch um eben kognitive und eben emotionale Inhalte, wohingegen es beim Schock, ja, vor allen Dingen um den Hirnstamm geht, um physiologische Prozesse, die tief im Unbewussten des Organismus ablaufen. Ja, also das heißt, wir brauchen bei den Entwicklungsthemen viel mehr den Neokortex auch, plus eben das Einspüren in die Emotionen. Das ist dabei nochmal wesentlich essentieller. Also ich hoffe, ich konnte dir diesbezüglich einen kleinen Impuls geben über den kleinen, feinen Unterschied. Es gibt natürlich noch viele andere, aber jetzt mal einen wichtigen Impuls oder Unterschied von eben Bindung und Schocktrauma. In diesem Sinne schöne Grüße aus Zürich.